Auch wenn Schlagersängerin Helene Fischer, 35, und TV-Moderator Florian Silbereisen, 38, zurzeit getrennte Wege gehen, in ihrer Liebesgeschichte ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Das Schicksal scheint mit Helene Fischer und Florian Silbereisen noch etwas vorzuhaben. Zumindest berichtet Neue Post von heimlichen Treffen der beiden auf Mallorca und in München. Und es zeichnet sich immer mehr ab, dass sie voneinander gar nicht loskommen können. Wer jemals 10 Jahre mit einem Partner zusammen war, wird wissen, warum es zwischen Helene und Florian noch längst nicht aus ist. Ganz einfach, weil sich die Bande einer großen Liebe eben nicht so einfach kappen lassen. Nach 10 Jahren sind Paare meist so miteinander verwachsen, dass sich die Gemeinsamkeiten wohl nie ganz entflechten lassen. Und selbst wenn es einen neuen Partner gibt, bleibt dem Alten der feste Platz im Herzen noch lange erhalten. Dass dies bei Helene und ihm nicht anders ist, hat Florian ganz unverblümt eingestanden. Er sagte, auch wenn viele das nicht glauben wollen, wir sind und bleiben beste Freunde. Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen. Helene und Florian kommen nicht voneinander los. Hört man sich unter Helenes und Florians Freunden und Bekannten um, erfährt man zudem, dass die beiden fast täglich telefonieren und dass Helene auf Florians Ratschläge sehr großen Wert legt. Weiter heißt es, dass sie sich gelegentlich in München zum Essen verabredet haben sollen und dass es jüngst auf Mallorca eine heimliche Begegnung gegeben habe. Was nun auch immer dran ist an den Informationen über diese geheimen Treffen, belegt ist, dass weder Helene Fischer noch Florian Silbereisen die Beziehung zueinander abbrechen wollen. Und dafür gibt es noch einen weiteren, gewichtigen Grund. Florian hat mit Helene noch große Karrierepläne. So viel hat er schon durchblicken lassen. Wir möchten irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren. Diesen Traum konnten wir in den vergangenen Jahren leider noch nicht verwirklichen. Liebesbande, die nicht so einfach gekappt werden können, häufige Telefonate, gelegentliche Treffen und gemeinsame berufliche Pläne, es gibt viele Anzeichen dafür, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen noch sehr lange miteinander in Verbindung bleiben werden. Und wer das Leben kennt, der weiß, dass Gelegenheit auch Liebe macht. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Paar nach einer Phase der Trennung wieder zusammenfindet und im zweiten Anlauf das gemeinsame Liebesglück dann noch viel größer ist. Als Helene Fischer und Florian Silbereisen vor 3 Wochen ihre Trennung bekannt gaben, war das für die mediale Öffentlichkeit eine Sensation. Umso bemerkenswerter, dass das Paar schon am Wochenende wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen wird. Wie das erste nun bestätigte, treffen die beiden Stars bei der Show Schlager Champions, das große Fest der Besten, Samstag, 12.1, 20.15 Uhr, ARD, vor einem Millionenpublikum aufeinander, live und ohne zeitversetzte Ausstrahlung.
Florian Silbereisen empfängt als Moderator und Gastgeber der 195-minütigen XXL-Show im Berliner Velodrom die Größten der Schlagerszene. Neben unter anderem Andrea Berg, Maite Kelly und Roland Kaiser eben auch seine ehemalige große Liebe Helene Fischer. Bereits nach der Bekanntgabe der Trennung, die im Guten verlaufen sein soll, hatte Silbereisen angekündigt, weiterhin mit seiner Ex-Partnerin zusammenarbeiten zu wollen. Helene und ich sind nun kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne. Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren. Diesen Traum konnten wir in den vergangenen Jahren leider noch nicht verwirklichen. Aber vielleicht schaffen wir es nun endlich, hatte der 37-Jährige auf Facebook geschrieben. Überhaupt wurde der öffentliche Umgang der beiden mit der Trennung weiterhin als überaus professionell bewertet. Wir haben die traurigen Momente der Trennung ja schon vor einiger Zeit durchlebt. Doch jetzt, wo alles raus ist, kommen heute auch bei uns nochmal alle Emotionen hoch, ließ das einstige Traumpaar der Schlagerszene wissen. So kitschig es klingen mag, wir sitzen hier seit Stunden zusammen, lesen eure Nachrichten und können uns nur ganz herzlich bei euch für die vielen einfühlsamen Worte bedanken. So einen sauberen Strich muss so ein Mega-Bomb-Ipa erstmal ziehen können, Hut ab dafür.